Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. A few moments later. Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebraucht sind. Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner, meine Frau, selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Das ist die Rolle von Hermann Göring, zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch... Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Der schleicht er dann gleich wieder ab. Kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Heute...